Life should be so easy. Manche wollten ja jetzt wissen, was ich mir denn jetzt hier geleistet habe. Ich habe mein Omega endlich abgegeben und habe jetzt das Auto, was ich haben wollte. Es ist eine E-Klasse, eine Mercedes E-Klasse. Besser gesagt ein E320, hat 220 PS, 3,2 Liter Hubraum und Automatikgetriebe. Tempomat habe ich, der Wagen ist tiefer gelegt, weil es ein Avantgarde ist. Avantgarde, wenn euch das was sagt, Avantgarde ist die Sportausführung. Das heißt, er hat ein Sportfahrwerk und ist that bad. Fängt schon wieder an, ich spucke. Und er ist tiefer gelegt. Und ja, das ist das Auto, was ich haben wollte. Jetzt habe ich es. Und ich bin so happy. Das glaubt ihr gar nicht. So. Ich fahre jetzt mal. Und wir zeigen euch heute mal die besten Szenen von uns, die wir gedreht haben. Deswegen hat sie sich... Ich glaube, ich bin... Habt ihr das gerade jetzt gesehen? Dieser schreistockende Verkehr war wegen drei Autos auf dem Bahnsteigen. Ich glaube, ich spinn. Mama, vergor! Puh! Nee, schon das Niedersachsen. Tatort ist die Tankstelle in Neu-Ulm. Da besucht uns gleich der Chris und im Hintergrund sehen wir ungelogen den polnischen Daily. Ja. Ohne Worte. Und da ist gleich der nächste Pole. Da kommt der Chris. Du darfst dich neben mich stellen.
jetzt haben wir schön mit Chris Kaffee getrunken. Und er ist gerade vor mir. Ja, also ich fahre jetzt nach München. Lade ab und. Nee, ich fahre jetzt nach München und habe am Wochenende. Nein, Feierabend. Ach, ist doch das Gleiche. Es ist 7:30 Uhr, es ist ja noch hell. Perfekt für Aufnahme machen. Na? Sind wir Buchekörbel, laden ab die Palette für Volvo in der Gente. Dann machen wir mal hin. Ach, lauter beschissenes Wetter. Es ist ein Wahnsinn, es ist ein richtiger Wahnsinn. Käffchen. Ja, geht doch mal billig. Ja, so sieht das hier dann übrigens aus. Falls ihr euch das mal gefragt habt, ja. Wenn man sich das schick macht, dann ist das schon gemütlich, keine Sorge.